heute ist der nächste Tag. Heute nehme ich euch wieder mit. Jetzt laufe ich gerade in die Innenstadt von Straubing. Die Sonne scheint hier so. Deswegen muss ich meine Augen so zublinzeln. Ja, die Nacht war ja okay. Alle zwei Stunden kam sie. Gegen Abend war es ja irgendwie unruhig, schon mal wieder aufgewacht, total untypisch, aber war eine neue Umgebung und ich war im gleichen Raum, das heißt, ich habe Fernseher geschaut und bin aufs Klo und so und das hat sie halt immer mal wieder geweckt. Ja. Dann nehme ich euch gleich in der Innenstadt wieder mit. So, ich bin jetzt gerade beim Stillen, beim DM und gegenüber von mir ist ein Regal mit Windeln. Ich zeige euch das mal. Schaut mal, da gibt es Stoffwindeln zu kaufen. Ziemlich aus der Stadt draußen. Lag jetzt gerade so 10, 20 Minuten hier in der Wiese. Da, in diesem schönen Park. Da gehen wir nachher noch hin. Das ist ein Balancierparcours. Und jetzt laufen wir zum Spielplatz. Die Lotte hat nämlich gerade geschlafen. Und die Zeit habe ich genutzt, um ein bisschen in der Sonne oder halt im Schatten zu liegen und mich ein bisschen auszuruhen. Ich habe ja einen Haargummi gekauft. Schaut mal, so süß. Sie schaut die Wiese an. Goldig. Ja, wie ihr in dem letzten Vlog schon gesehen habt, da ist sie nicht mehr zensiert. In dem, der heute online kommt, seht ihr sie das erste Mal so richtig im Zoo. Da lacht sie im Kinderwagen. Ich und mein Mann, wir haben, oder mein Mann und ich sag das immer falsch, wir haben uns lang Gedanken gemacht zum Thema Zensieren. Ich habe ziemlich viel Vor- und Nachteile aufgeschrieben auf dem Zettel. Wir haben sie abgewogen. Ja, ich finde, da gibt es keinen falsch und keinen richtig. Es gibt ja bei allem Vor- und Nachteile und ich habe einfach gemerkt, dass mir das Vloggen nicht so viel Spaß macht, wenn ich sie nicht zeigen kann. Ich bin da irgendwie total gehemmt dann und kann das irgendwie nicht ganz so ja, öffentlich machen. Und deswegen haben wir uns jetzt auch dafür entschieden. Das war einer der kleinen Punkte. Das Licht hier ist schrecklich, aber ich möchte unbedingt jetzt zu dem Spielplatz laufen. Und den müsst ihr euch anschauen. Also, wow. Schaut euch mal an. So ein toller Spielplatz. Also wirklich wow. Straubing macht echt viel mit Parkanlagen und Spielplatz und hat da wirklich ein Händchen dafür. Und auch, ach Kimi, Achtung. Zwei Schiffe. Cool. Cool. Du bist besser. Super! Klasse! Ja, genau! Juhu! Thank you.
melde ich mich wieder. Jetzt haben wir uns ein bisschen ausgeruht im Hotelzimmer. Der Weg von dem Park bis zum Hotel, der war so anstrengend, es war so heiß. Und ja, so dementsprechend so verwechselt. Ach Lotta, alles ist doch gut. Ja, alles gut wieder? Super. Sie wollte sich gerade meinen Fuß hochziehen und ist abgerutscht. Ja, aber mein Fuß war zum Glück nicht so hoch. Gell? Überall hochziehen wollen. Ich zeige euch mal noch kurz, was ich alles gekauft habe. Und ja, genau. Was ist los, Maus? Guckst du mein Schuhbändel an? Ist der interessant, der Schuhbändel? Und dann an Mama hochklettern. Und am Bett hochklettern. Schuhbändel ist toller, ha? Dann schauen wir mal in der Tasche. Einmal die Hose, die ich hier anhatte. Ich habe ein kleines Pack Feuchttücher gekauft. Ja, eigentlich mag ich hier nur die Water Wipes, aber die gehen langsam aus. Also ich habe jetzt einfach gedacht, so ein Notfall-kleines Päckchen. Dann, was habe ich noch gekauft gehabt? Finde ich nichts. Einmal die Haargummis für die Lotta. Haargummis für die Mama. Und da unten ein Mini-Waschgel, damit die Lotta heute Abend richtig baden kann. Und dann habe ich noch, oh, das wollte ich vorher hier in der Wiese machen, das machen wir nachher noch. Seifenblasen. Vom Pustefix Seifenblasen gekauft. Damit mir, ja, für Lotta einfach, dass sie ein bisschen Spaß hat. Das räume ich nachher noch aus. Dann habe ich was für der Marcel gekauft. Das seht ihr aber erst morgen. Er schaut immer meine Vlogs an und dann sieht er das, was ich ihm gekauft habe. Dann habe ich zwei Bücher gekauft. Ein Gute-Nacht-Buch und ein normales Buch. Und mir haben die so toll gefallen, weil die so viel... schaut mal, das bewegt sich. Und das fand ich so toll. Und hier kann man einfach so tolle Sachen machen. Kann man aufziehen und hier bewegt sich's auch. Oder hier kann man den Vogel so bewegen. Oder hier. Also, zwei richtig schöne Bücher. Und dann habe ich der Lotta für Baby-Lettwilling noch ein Besteckset gekauft. Schaut mal, mit einem süßen Messer, das nur so aussieht wie ein Messer, aber es ist gar keins. Aber dass sie zumindest irgendwann mal das gleiche hat wie mir. Und eine Gabel, die ganz stumpf ist. Und ein Löffel. Und ich fand die Motive so süß. Und was macht die Maus? Sie steht schon wieder. Ja. Jetzt gehen wir essen. Wir haben es jetzt 14 Uhr und ich hoffe, dass wir da noch was zum Essen bekommen. Wir gehen jetzt mal vor und schauen mal. Ich habe nämlich Hunger. Ja, ich hoffe. Jetzt sitzt sie wieder beim Essen. Die Lotta spielt. Die Mütze habe ich ja heute auch gekauft. Eine ganz, ganz leichte Mütze. Ich glaube, das ist ein Leinenstoff. Und hinten zu binden, daher passt sie dann auch. Und schaut mal, so schön sieht es hier aus. Da ist der Turm da hinten.